Na, hallo Leute. Es folgt jetzt eine kurze Anleitung, wie man mit Windows Movie Maker einen Stop-Motion-Film produzieren kann. Viel Spaß. Es fängt an mit dem Aufbau des Studios. Also hier seht ihr mein Mini-Studio aufgebaut. Ich habe hier vorne eine Kamera, mit der ich die Fotos aufzeichne. Und hier habe ich meinen Hauptdarsteller, den Fahrkartenkontrolleur. Dahinter habe ich ein Setting, ein Bühnenbild aufgebaut. Das ist einfach ein Abteilfoto aus dem ICI. Ich meine sogar aus den 80er Jahren. Und das Ganze beleuchte ich mit meiner Schreibtischlampe. So einfach, so gut. Das heißt, ich kann jetzt die Figur hier bewegen, immer wieder ein Foto machen und den Film dann nachher oder die einzelnen Bilder dann nachher mit entsprechender Software bearbeiten. Das zeige ich euch jetzt im Anschluss. So, ich habe jetzt den Movie Maker geöffnet und gehe als erstes auf Videos und Fotos hinzufügen. Hier habe ich schon direkt meine Fotoreihe ausgesucht und fange hier ab diesen Bildern an und markiere alles, indem ich Steuerung und die Pfeiltasten drücke. Zack, habe ich alles markiert. Das ist deutlich durch das Hellblaue. Und öffnen. Da öffnen sich schon eine ganze Reihe von Bildern, die also da zu sehen sind. Jetzt gucke ich mal, ob ich den Film laufen lassen kann. Man sieht, es passiert nicht sehr viel. Das liegt ganz einfach daran, weil ich die Länge für das einzelne Bild zu lang angezeigt habe. Wieder markiere ich alle Bilder. Ich gehe dazu mit dem Pfeil auf das erste, klicke es an, drücke Steuerung und kann jetzt mit den Pfeiltasten die einzelnen Bilder markieren, sodass jedes einzelne Bild markiert ist und aufleuchtet. Und dann gehe ich hier oben auf diesen Bereich Foto- oder Hintergrunddauer. Die ist auf 7 Sekunden eingestellt. Das ist mir eindeutig zu lange. Ich gehe auf 0,1. Das heißt ein Hundertstel Sekunde für jedes Bild. Mal gucken, ob jetzt das Ganze ein bisschen besser als Film durchgeht. Ja, da sieht man schon. Jawohl, das ist das, was ich wollte. Genau der richtige Effekt, den ich haben wollte. Jetzt kommt das nächste, was ich mir vorgenommen hatte: Hintergrundton. Ist Musik hinzufügen oder Audiokommentar aufzeichnen. Das geht hier. Ich drücke einfach drauf. Ich nehme ein anderes Mikrofon, und zwar das Mikrofon, was ich sowieso jetzt schon die ganze Zeit für die Aufnahme benutze, USB-Mikrofon. Okay. Wer hat die Notbremse gedrückt? Da liebt er dir ja nicht. Au, 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 hier, ah, was liegt denn hier wieder rum? Fertig. Audiokommentar 2 steht jetzt hier. Jetzt wollen wir mal schauen. Das wird gespeichert. Und so. Wer hat die Notbremse gedrückt? Da liebt er dir ja nicht. Au, 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 hier, ah, was liegt denn hier wieder rum? So, wunderbar. Jetzt habe ich also einen kleinen Film erstellt. Mir fällt jetzt gerade auf, dass hier noch ein großer Filmfehler drin ist. Und zwar sieht man hier auf dem Bild meine Hand, die muss weg. Das kann ich einfach besorgen, indem ich hier auf Entfernen drücke oben, also Entfernen und hier das Bild auch entfernen und das Bild auch entfernen. Jetzt habe ich das Ganze ohne störende Hand dazwischen. Guck mir nochmal an. Wer hat die Notbremse gedrückt? Da liebt er dir ja nicht. Au, 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 hier, ah, was liegt denn hier wieder rum? Wer hat die Notbremse gedrückt? Da liebt er dir ja nicht. Au, 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 hier, ah, was liegt denn hier wieder rum?
Das war es auch schon. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr die gerne in Teams stellen oder hier in die Kommentare geben. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis bald.